Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest. Heute wird Computer Repair Shop angezockt. Naja, ein Spiel, das ich über Keymailer bekommen habe und ich stelle mir jetzt erstmal nicht so viel drunter vor, weil Computer Repair Shop, das sagt eigentlich alles aus. Oder, wenn man die Steam-Beschreibung liest, die ultra ausführlich ist, dann weiß ich nicht mehr so recht. Werde ein unehrlicher Computerreparateur, klaue RAMs, verbrenne die Hauptplatinen. Okay, und naja, dann machen wir das halt. Aber wisst ihr, was mich richtig, naja, verwundert hat? Das zeige ich euch nach dem Intro. Bis gleich. So, willkommen zurück. Leute, warum hat man neben seinem PC Toilettenpapier? Kann mir das jemand erklären? Ich verstehe das nicht. Also, vielleicht könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben oder so. Ich frage für einen Freund. Okay, unsere Maus bewegt sich da, die Hand bewegt sich da unten. Seht ihr das? Oh mein Gott. Okay, wir klicken mal auf Start, weil, naja, viel gibt's hier nicht. Mietgeschäft zu vermieten. Egal. Es wurde kaum genutzt. Alle Werkzeuge sind neu. Ich muss es aus dringenden Gründen mieten. Hä? Der Laden ist genauso... Vermieten oder nicht? Der Laden ist genau so, wie er auf den Bildern aussieht. Mieten Sie schnell, da ich die Anzeige morgen entfernen werde. Hä? What the fuck? Allein das ist schon kompletter Scheiß. Was ist das für eine Erklärung? Egal, klingt gut. Das nehmen wir. Genau das Richtige für einen vertrauenswürdigen Computerreparaturladen. Mhm. Okay, das erstmalige Laden kann einige Zeit dauern. Dann reden wir einfach ein bisschen. Wie geht's euch denn so? Erzählt doch mal. Was läuft so in eurem Leben? Ist alles gut? Oh, zum Glück ist es schon vorbei. Hätte unangenehm werden können. Willkommen. Das ist ein Hostelzimmer, in dem man schläft. Okay. Man muss jeden Tag bezahlen. Wenn Sie auf der Straße einschlafen, kann Ihr Geld gestohlen werden. Gehen wir also in Ihr gemietetes Geschäft und beginnen unseren ersten Arbeitstag. Bitte, hä? Ja, okay. Sieht auf jeden Fall super aus hier. Gut, Hauptsache wir haben... Was ist das? Kaffeebohnen? Okay. Hauptsache wir haben Kaffee. Ja, Klamotten haben wir scheinbar nicht so viel. Aber wir haben zwei Handtücher. Wo ist denn die Toilette hier? Naja, egal. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Aua! Schön erstmal von Dez gehauen. Ja. Hallo! You look so cute when you sleep. Ich weiß nicht, was gerade beängstigender war. Also, drei Sachen. Entweder seine Stimme, das, was er gesagt hat, oder wie die gerade gelaufen sind, aber what the fuck? Ich glaube, das Schlimmste war das, was er gesagt hat, aber naja. You already paid, okay. Das beruhigt mich. Ja, also super. Sind hier nicht gerade Leute in diese Richtung gegangen und nicht wiedergekommen? Das, Ja, dann zeig mal. Was passiert jetzt mit euch? Ach so, ihr geht... Ja. Okay, also... Boah. Ich weiß ja nicht. Die ersten Momente in diesem Spiel sind... gruselig. What the fuck? I produce these myself. Wo bin ich hier? Ein Robomädchen für $300. Okay. Was ist das nochmal für ein Spiel? Computer Repair Shop? Und was zum Teufel bist du für einer? Alter, aua, ey, ich will nicht. Ich will da nicht hin. Er schiebt mich einfach weg. Ach Gott, das ist ja... Okay, ich merke schon, das Spiel ist auf jeden Fall speziell. Und wirkt irgendwie ein bisschen, ich weiß ja nicht. Oh, wir haben eine Katze genommen. Bauen? Was kann ich damit bauen?
Donieren. Okay, dann kommt ihr jetzt mit. Hallo? Ist das mein Laden? Who the fuck are you? Das ist mein Laden. Verpisst euch. Oh, Alter! Was zum... Alter! Who the fuck are you? Ich brauch... Oh ja, hier. Ein Schläger in der Unterwäsche. Hallo? Offenbar wurde ihr Geschäft von obdachlosen Landstreichern überfallen. Wenn du mir $50 bezahlst, gebe ich dir einen Baseballschläger und ich helfe dir, sie zu besiegen. Ja. Stay back. Steroidmann. Just press the syringe. I will take them all down. What the fuck? Junge. Ich hab gerade eine Spritze gedrückt. Ja, dann zeig mal. Who the fuck are you? What? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Verpisst euch! Oh. Warum nicht hier? Das ist... Oh, den lagern wir mal da. Ja, wir säubern das. Also. Hier ist auch überall Klopapier. Nie alle damit. Oh. Ja. Das ist echt besonders das Spiel. Luftgebläse. Natürlich. Liegt da einfach so rum. Was? Offene Maschine? So. Stornieren. Ja. Also, die Übersetzung ist natürlich richtig scheiße. Aufwaffe. Was sind das für Wörter? Egal, wir räumen hier erstmal weiter auf. Irgendwie erinnert mich das was an meinen Hostel. Aber naja. Okay, ist hier noch mehr Müll, der einfach so weg muss? Reparaturterminal, ja, genau. Miau! So, dann nehmen wir hier mal den Besen. Oder Mob. Regen. Und rechtsklick. Gott. Endlich kann ich wieder meinem riesen Hobby nachgehen. In Spielen sauber machen. Aber nur in Spielen. Im echten Leben ist das voll scheiße. Da geht das nicht so schnell. Weil, wie gesagt, bei mir alles verkrustet und so. Gut. So langsam. Ich hoffe, die Hobos kommen nicht wieder. Die waren ganz schön stark. Und der Typ, der mich da beschützen sollte, der war ja irgendwie nicht so der Hit. Was auch immer er sich gedrückt hat, das war nicht das Richtige. Das sieht gut aus. Da sehe ich nichts, weil es zu dunkel ist. Gut. This place sucks. Ja, das ist nicht ganz verkehrt. Da schon recht. Ja, ich habe kein Essen oder so für dich. Geh auf die Straße und such dir was, okay? Das ist vorher ja auch geschafft. Petfield. so. Scheinbar ist hier noch irgendwo Müll. Ja, ich habe immer noch nichts für dich. Wo ist denn hier jetzt noch Müll? Hier hinter vielleicht? Kein Müll, das ist kein Müll. Ach, okay. So funktioniert das also. Man lernt hier neue Dinge.
Nicht schlecht. Ja, ich muss noch kurz den Penis hier wegmachen und dann komme ich natürlich drüber. Kümmere mich um dein Anliegen. So, bauen. Ja, wir stellen den erstmal hier hin. Achso, einfach abgestellt und ich weiß schon, was zu tun ist oder was. Drücken, um den Gegenstand zu nehmen. Drücken, um ins Computergehäuse zu schauen. Warum sollte ich da jetzt reingucken? So. Was haben wir noch? Legen Sie das Gehäuse zur Reparatur auf den Tisch. Ah, da kann ich doch lesen, oder? Was? Ah. Ah, da. Okay. Ich habe diesen Computer letzte Woche in einem Geschäft für gestohlene Waren gekauft, aber er startet nicht. Der Verkäufer sagte, dass alle Teile funktionieren. Natürlich, dann muss das auch so sein. Der Dieb sagte, der Computer sei eingeschaltet gewesen, als er ihn gestohlen habe. Können Sie das Problem bitte lösen? Sieht so aus, als gäbe es kein Netzteil im Gehäuse. Ja, dann wird das natürlich auch schwer. Okay. Schließen. Schalten Sie das Tablet ein, um Bestellungen wie ein Netzteil. Okay. Computer-Wiki. Rechnung. Hacker-Wiki. What the fuck, Mann. Mitarbeiter. Okay. Brammi, ich mach nicht wieder den Fehler. Computer-Wiki. Kann ich hier denn jetzt einfach was kaufen? Stromversorgung. Wow. Danke für nix. Wo kann ich denn was kaufen? Samasor. Ach so, wegen Amazon. Ist egal welches? Da war bestimmt nichts Tolles drin, oder? Verdammt. Wo stand das nochmal? Mann. Naja, egal. Dann nehmen wir einfach erstmal ein. Nehmen wir das, dass es reicht. Oder können wir hier sehen, was der braucht? Ein i3. Z-Force CTX. Alles klar. Ram hat der aber auch nicht, scheinbar. Der hat hier nichts. Aber egal, ist ja nicht mein Problem. Ja, hier, komm. Reicht bestimmt. Mehr Geld habe ich, glaube ich, auch gar nicht. Schließen Sie die Bestellung ab. So. Auf dem Weg. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Computergehäuse nicht gefunden. Ladefläche. Hä? Oh. Was? Jetzt habe ich den da eingesteckt. Scheiße. Vielleicht kann ich dann auf Daten zugreifen, die auf der HDD sind. Das, hier einfach abstellen, ne? Ist klar. Das ist eine doofe Idee. In diesem Viertel. So, Kiste öffnen. Immerhin realistisch verpackt. Viel zu viel. Drumherum. So, Computergehäuse schauen. Stromversorgung. Schalten Sie den Computer ein und testen Sie ihn. Okay. Drücken Sie die Leertaste. Microsoft. Ja. Legen Sie das Computergehäuse in den Verpackungsbereich und schließen Sie den Verpackungsvorgang auf dem Bildschirm. Ja, cooles Bild auf jeden Fall. Datei ist passwortgeschützt. Aha. Ich habe diesen Computer. Achso, ja, das ist mir. Word, Excel. AVR, Virenscan. Hey, das ist doch gut. Was haben wir denn hier noch? Da aktivieren Sie den Produktschlüssel. Mhm. Ein Computer Gerät Manager. Ja, den Rest haben wir.
Oh, guck mal, sind wir doch richtig nett hier. Vielleicht gibt's dann mehr Geld. Wenn wir da die Treiber noch daten. Ja, diese Kopie des Betriebssystems ist nicht echt. Oh, haben wir wohl überlesen. Okay. So, was hat er denn hier noch? Flash Drive. Was? Cracker. Crack. Keine knackbare Ressource. Ja, aber wie kann ich die denn da hinziehen? Unlocker. Overclocker. OS-Key-Generator. Fuck. Wir versuchen das mal. Null, ja. Was? Wie geil. Okay, Virusgenerator. What? Message Hooking. Geben Sie eine Nummer ein. Okay, Unlocker. Geben Sie den Dateinamen an, den Sie entsperren möchten. Oh ja, warte mal. i4m.jpg. i234. Insufficient Unlocker Key. Ah ja. Achso, habe ich nicht. Okay, Benchmarker. Nee, lassen wir mal lieber, dann brennt der durch hier. Apps Excel installieren. MSM Winamp. Winamp. What the fuck? Wimbra. Board. Mal gucken, ich will sehen, wie das aussieht. Dem. Ja. Okay, kann man Musik hören jetzt hier. Ja, nervt mich immer noch hier, Mann. Oh. Ich würde gern wissen, was das ist. Keine knackbare Ressource. So, und was ist hier noch? Wie? Hier können Sie etwas Geld verlieren. Eine großartige Bibliothek über Spiele. Es gibt keine Informationen darüber. Eine Website auf... Okay, Flugzeuge fliegen, Chancen fehlen. Chancen fehlen? Aktuelle IDs von Raubkopien, keine Informationen gefunden. Bauen Sie ein großartiges. Okay, realistischen Zorni-Momente gibt es hier. Zornhub. Ja. Okay. Roulette hoch. Headgym. Ah, okay. Hier, komm. Ja, rot. Wird rot. Siehste? Hab ich gesagt. Gewinnt. Wir werden reich. Okay. Ja, schade. Ich kann das leider nicht. Mann. Ich hab diesen Dingsbums nicht über. Aber wie komme ich denn hier raus? Ach da, cool. Gut. Dann nehmen wir den mal raus. Legen den da erstmal wieder hin. Ach so, den muss ich wahrscheinlich noch runterfahren, ne? Turn off. So. Alles klar, und den nehmen wir jetzt, nehmen und dahin legen. Okay. Alle Kundenwünsche erfüllt. Gut, Kundenanfragen nicht abgeschlossen. Produkt zurücksenden. Achso, ja gut. Preisberechnung minus... Hä?
Ah, okay. So, das klappt. Liefern Sie die Fracht bei der Post ab. Okay. Hallo. Hallo Post. Please pack the cargo properly. Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die das Tutorial abgeschlossen. Jetzt können Sie das Spiel freispielen. Hier erfahren Sie, wie Sie Computerfehler und Lösungen für verschiedene Viren auf Ihrem Tablet erkennen. Sie können jederzeit die Tab-Taste. Okay. Gut. Oh, ich habe einen neuen Auftrag. Oh, hallo. Joe? Hey Mann, ich habe gesehen, wie ein neuer Laden eröffnet wurde und bin hierher gekommen. Ich bin pornosüchtig und glaube, der Computer ist kaputt. Ich komme nicht auf Sorgen, aber kannst du es dir ansehen? Ich brauche es schnell. Ich kann es nicht mehr ertragen. Bitte helfen Sie mir. Ich werde dafür bezahlen. Und ich kann mich nicht an das Passwort für den Computer erinnern. Ich habe es zu Hause auf Papier angeschaut und am Computer geschrieben. Aber du bist ein Meister. Du wirst es schaffen. Ja. Anschließend können Sie den Computer reinigen. Ah. Ja. Ich hoffe, er meint das nicht so, wie man das verstehen könnte. Wie auch immer, gut. Thornhub kann nicht betreten. Scan auf Viren als Lösung. Installieren Sie den AVR auf dem Computer über die Anwendung. Ah, okay. Also haben wir das, was ich gerade eben gemacht habe, hätten wir gar nicht machen müssen. Alles klar. Let's go. Gut. Passcracker. Crack. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Okay. Das konnte er sich nicht merken. Dann Apps. Einmal das. Neues Passwort. Wie? Sowas. Virenscan. Wie kann das passieren? Ja. Okay. Ich glaube, wir haben da ein Problem gefunden. Scan complete. Okay. Reinigen Sie. Ja. Hat der sonst noch irgendwo was? Ja, hier. Du hast nicht danach gefragt. Du kriegst keinen neuen Key. Okay. Dann können wir ja ausmachen. Ich will mal Escape. Einmal nehmen. Da wieder hinlegen. So, und jetzt brauche ich das Luftgebläse. So. Einfach gedrückt halt, alles klar. Den nehmen wir. So, Joe. Fuck. Das war leicht verdientes Geld. Oh, 11. Ist das jetzt morgens oder abends? Frage. Oh, wieder hin.
will hier einfach keine Fragen mehr. Hallo, Armer. Hallo, ich habe gehört, dass Sie Computer reparieren. Ich bin ein berühmter Star, der tolle Videos für Onlyfans macht. Doch gerade als ich ein Video drehte, stürzte mein Computer ab. Bitte beheben Sie das Problem, ich verstehe nicht viel. Ich habe immer noch das Gleitmittel bei mir. Wenn Sie sich beeilen könnten, wäre das großartig. Ja, natürlich. Okay. Sind Sie das Problemteil? Ersetzen oder reparieren Sie es? Verwenden Sie den Computer-Wiki, um herauszufinden, welches Teil fehlerhaft ist. Achso, was? CPU-Fan-Error, ja. Hat der vielleicht keinen drin? RAM. So, da haben die RAM. Ah, alles klar. Okay. HDD, HDD, Mainboard, bla 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 bla. So, finden Sie das Problemteil? Wiki Tablet App. Dann gucken wir doch mal rein. Computer Wiki wahrscheinlich, oder? Ja, ich schätze schon. Da, genau. Wenn Sie auf einen stoßen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Prozessorfehler. Möglicherweise möchten Sie den Prozessor austauschen. Ja, okay. Was machen wir? Was hat die drin? AMD. Alles klar. 1,5. Können wir was Ähnliches nehmen. Ansonsten. Jo! Ja, okay. Dann bestellen wir mal eben was. Einen neuen CPU. Das hat sie, glaube ich, drin, ne? Wir müssen ja jetzt nicht übertreiben hier. Oder gehen wir auf dem Weg? Oh. Dann ist da mein. Oh, Bewertung, das können wir. Schneller und effizienter Service. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Danke. Hey. Oh, gut. Ja, wir brauchen ja nicht den Karton hier immer mit reinschleppen. Zack. Und wir tauschen das aus. Okay. Mal gucken. Das sieht doch besser aus. Ja. Dann schauen wir mal, woran das liegt. I'm watching you. Okay. My nudes. What the fuck? ja, ich hab diese Dinger ja nicht mehr. Ja, aber dann war es das ja schon, oder nicht? Ah, hier. Ah, da sind die Probleme. Weil wir Kundenzufriedenheit ganz hoch ansiedeln in unserer Prioritätenliste, gucken wir gleich nochmal nach Viren. So, ja. Nervt mich. Ich brauch diese Codes dafür. Hero White, was ist das? So. Virus. Berater. Erstellen mich. Okay, das sieht doch alles gut aus. Dann würde ich sagen. Raus. Hier mein. Kriegst du was? Oh ja. Zack, den kriegt Armer wieder. Tschüss. Okay. Interessante Kunden auf jeden Fall. Ja, ja. Was mache ich hiermit jetzt?
Vielleicht verkaufe ich den einfach hier. Guck mal. Ja, falls ihr den mal braucht, der ist noch tipptopp. Oh, wen haben wir da? Hallo? Hallo? Was? Der Computer lässt sich nicht einschalten? Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ja. Okay. Und wieder kaputtes Netzteil, oder? Oh, ich bin müde. Ja gut. Dann machen wir da morgen weiter und ich gehe erstmal pennen. Weil die haben doch gesagt, ich werde ausgeraubt, wenn ich nicht im Bett liege. Oh mein Gott, wo muss ich hin? Hier hinten war das, ne? Hey! So muss ich hier hin. Ja, wäre schön, wenn du mir diesmal nicht beim Schlafen zuguckst. Waren? Oh Gott, die Übersetzung ist richtig scheiße. Safe. Mann. Ja. Zur Arbeit. Ich habe da richtig zu tun. Zwei PCs sind da. So, ach ja, ich sollte hier gucken, was passiert. Wahrscheinlich Grafikkarte. Ja. So, was hat er da drin? Anzeigekarte ZTX 99 20 GB. Quatsch, nicht Viren, Wiki. Ihn zurück. Grafikkarte. ZTX. Warte, nicht 20? Genau. Wow. Bin ja schon fast pleite, ey. So, den können wir auch schon mal mitnehmen. Was ist hier das Problem? Lässt sich nicht einschalten. Auch nicht. Macht ihr alle mit euren Rechnern? Machen wir gleich. Wenn der hier fertig ist. So, wo ist die Drohne? Da kommt sie. Ja, genau. Lass einfach fallen. Danke. Nehmen die mal mit rein. Nicht, dass ich hier jetzt ein Problem kriege. Und das Ding nicht. Da. Displaycard. Zack, dann nehmen wir. Oh. So. Und die alte können wir auch ins Schaufenster stellen. Hier, guck mal. Gibt's eine niegelnagelneue. Oh. Niegelnagelneue. Oh. Ist noch top in Schuss? Eindeutig. Jetzt müsste es ja wohl gehen. Okay. Da ist noch was kaputt. Da, die Festplatte oder what? Quatsch. Mal gucken, ob das stimmt. Nee. Das Mainboard. Oh, er scheint ein schlechter. Solcher Fehler bei den. Okay. Ja. Fuck. X799 Gaming. Ja, wahrscheinlich. Dafür jetzt kein Geld mehr. Ne, habe ich auch nicht. Kann ich das trotzdem kaufen? Ich dann ins Minus? Fuck. Warte mal. Dann geh du mal kurz zur Seite. Ah. Gucken, ob wir den so hinkriegen. Für weniger Kohle. Ach. So, was für eine Festplatte ist da drin? Normale HDD. 2 Terabyte. Also wenn die zu viel ist, dann... 500? Was sind das für fucking Preise, Mann? Kann ich mir alles nicht leisten. Das ist doch scheiße.
Fackel. Ah. Wir müssen mal kurz gucken. Scheiße, wir... Ich wollte gerade ein bisschen zocken einfach. Problem ist nur... Dafür haben wir keinen funktionierenden Rechner. Shit. Hm. Tja, was soll ich denn jetzt machen? Ah, okay, warte mal. Vielleicht müssen wir gar nicht neu kaufen. Vielleicht. Vielleicht können wir das ja auch machen. So, oh. 7. Oh. Okay. Dann können wir vielleicht auch die anderen Sachen noch reparieren. Und dann verkaufen. Ich meine, die sind heile, ne? Also, falls jemand sowas braucht, eine gute Grafikkarte oder ein CPU, top in Schuss, meldet euch. So, das kann er ja nebenbei machen, aber dann hole ich die mal. Die heilen Sachen. Und nur mal checken. Kann man die ja auch noch heile machen. Cool. Lade er. Okay. Dann kann das hier wieder rein. Und wir gucken mal, ob das Ding jetzt funktioniert. Komm mal bitte weg. Sieht doch schon mal gut aus. Hey. So, du kannst ja mal eben hochfahren. Wer ist denn da gekommen? Schon wieder. Uiuiui. Willkommen. Ja, Passwortcracker. Ich meine, dafür werde ich ja bezahlt. So. Dann, guck mal. 03. Okay, das ist cool. Dann kannst du das nebenbei schon mal so alles machen. Ostrombi. Okay. Ostrombi. Numlag. Aha. Aber wofür? Ja, das weiß ich auch nicht, was jetzt das Problem war, aber das Wort nützt mir nichts. Geht nebenbei, hier ist er fertig. Dann kannst du ja nochmal gucken.
Ob noch mehr kaputt ist? Sehr schön. Gut. Ja. Leider gibt mir das Passwort nicht, weil ich nicht weiß, wofür das ist. Und ich kenne seine E-Mail-Adresse nicht. Nein, nicht. Ja. Fahr jetzt zu Ende hoch. Los. So, wieder runterfahren. Genau. Den nehmen wir jetzt. Und hierhin. Alle Kunden. Schließen den Prozess ab. Nochmal zur Post. Hier stehen schon wieder zwei neue. Gute Fuhren. Danke. Gut. Jetzt alles heile. Okay. Gucken, ob der jetzt funktioniert. Während das läuft, hole ich schon mal die. Okay. War das Mainboard, glaube ich, letztes Mal, ne? Scan starten. Achso, ne, die Grafik hat. Ja, hat sich erledigt. Zack. Was haben wir hier denn? Für RAM. Können Sie meinen Computer übertakten? Gott. Ich möchte diese. Ja, alles klar. Hier haben wir den. 93, okay. Exit. Hast du was Schnelleres, was man machen kann? Ich möchte meinen Computer gereinigt. Ja, die wollen alle nur Scheiße hier. Ja, komm. Machen wir erstmal den fertig und dann kommt die Kacke. Können wir gleich nebenbei schon mal die beiden hier reparieren, wenn das geht. So. Sieht doch gut aus. Nettes Hintergrundbild. Team Red Dead Guy. Ha! Arresting Crack. What? Cyber Hotfix. Pet Smoke, Ford Ford, Moba King, Past of Us 2, Buck G, Red Dead Guy, Skyrim, Rush B Sim, Toss the Coin Simulator, Warcry. What? Okay. Verstehe. Word. Steht nichts drin. Ja, gucken wir einmal, ob hier alles aktuell ist. Da passt alles. Zack, läuft doch wieder deine Kiste. Nehmen, hinlegen. Nehmen, hinstellen, alle Kundenanfragen erfüllt. Den bringen wir eben weg. Hello. Hello. So, sehr schön, erledigt. Hier haben wir die 59. Zack, wieder Heide machen, danke. Der kommt auf den Tisch. Mal eben lesen, was der jetzt hier genau wollte. Können Sie meinen Computer übertakten? Achso, ich will RAM. Okay, ja. Einmal RAM dazu. Ich möchte diese App Wimra. Ich möchte Red Dead
Guy spielen, kannst du meinen Computer so einstellen, dass er dieses Spiel ausführt? Ich habe veraltete Treiber auf mein... Boah. Ups. RAM, ja. Du brauchst auch RAM, mein Freund. CPU übertakten und RAM. Na gut, dann bestellen wir erstmal RAM. Gucken, was er da jetzt genau will. Aha. Moment. Da muss man wahrscheinlich erstmal gucken, was das Spiel braucht, oder? Ja, okay, ohne RAM wird's schwierig. Scheiße. So, checken wir mal, ob jetzt alles heil ist. Das ist natürlich doof. Dann lass doch mal gucken. Ach, hier alles nur Gammelkram. Wir bestellen dir jetzt einfach mal was. RAM, genau. Hier, da ist das Feuer. Nimm den. Der ist bestimmt genau der Richtige. So. Hier scheint jetzt alles heile zu sein. Sehr schön. Hier. Steht zum Verkauf jetzt. Jetzt sogar richtig heile. Und noch nagelneu. Unbenutzt. Endstart. Stellung wurde geliefert. Sehr schön. Mich doch mal in Ruhe hier. Und dann den USB-Stick hier rein. Der fährt schon mal hoch. Hier hat er den 20er. Vielleicht sollte ich jetzt nochmal nach einem Mitarbeiter gucken. Was kann ich denn hier? Türsteher? Wenn Sie diesen Diebe hassen und Schutz brauchen, bin ich der Mann, den Sie brauchen. Der Reparaturmeister für Computerteile repariert das gegebene Teil innerhalb von 5 Sekunden. Behandeln und verkaufen für Sie. Ihre Kunden müssen nicht warten. Verkäufer, 750. Komm, teste das mal. Kauf. So. Hallo? Ah, perfekt. Hier, das bitte verkaufen, ne? Kann ich dir das sagen? Nein. Oh, das wieder machen. Der ist noch da. Look, Mom. Okay. Look, Mom. Okay, die haben super tolle Bilder. Remember, Halliburton 682069. Mhm, und wo? So, Red Dead Guy möchte er spielen, ne? Ja, kann man aber nicht draufklicken. Dann hoffe ich einfach mal, dass das jetzt läuft. Halliburton. Was steht hier? 682069. Ja. Bitte. At Outlook. Ja, toll. Scheiße. Ja, machen wir mal ein paar hiervon neu. Reparatur erfolgreich, dann bitte nochmal checken, ob da alles jetzt heil ist. Zack. Dass man nicht einfach anklicken kann, mach alle, ne? Ah ja, der wollte noch übertakten, ne? CPU mindestens 0,27 MHz. Was? Mindestens 60, was denn nun? Overclocker. So, was willst du? CPU... ...76. So meinen die das, oder? Die RAM fehlt hier wahrscheinlich. Okay. Erfolgreich.
Also, das haben wir gemacht. RAM hat er, das haben wir gemacht. Ich möchte diese App WimRA. Dann installieren wir die WimRA. Gut. Nebenbei kannst du das noch machen. Ich möchte Red Dead Guy spielen. Kannst du meinen Computer so einstellen, dass er dieses Spiel ausführt? Ich habe veraltete Treiber auf meinem... Ja, okay. So. Das ist installiert. Benchmarker. Benchmark starten. Interessant. Ja, macht er alles nebenbei. Hier haben wir nichts mehr kaputtes. Das heißt, das können wir bitte auch verkaufen. Hallo? Bitte mit verkaufen. Benchmark complete. Score 6200. Keine Ahnung, ob das gut ist. Unlocker. Das war dafür. Habe ich aber nichts. Message Hooking. Immer ein Virusgenerator. Nee. Kette nicht gefunden. S-Key Generator. So, nö. Hat er ja nicht gewollt. Aber die Frage ist jetzt ja noch, ob das jetzt für Red Dead Guy funktioniert. Ansonsten haben wir ja eigentlich alles fertig, was er wollte. Turn off. Ich sag einfach mal, dass das geht. Zack. Alle Kundenwünsche erfüllt. So. Fehlgeschlagen? Kundencomputer funktioniert? Wie? Funktioniert nicht. Hä? Da funktioniert der. Was zum Teufel? Wow. Schnell und effizient. Die sind alles notwendig, um meinen Computer zu reparieren. Sie haben schnell und effizient gearbeitet. Sehr zufrieden. Dankeschön. Warum dann nur eine 3,6, Mann? 3,6 am Arsch. Bin mit allem zufrieden. War super. Schnell und so. Und dann? Ja, übrigens, 3,6. Leck mich doch. Im nächsten baller ich ein Virus drauf. Ja gut, okay. Aber, verdammt, man verliert sich hier sehr schnell drin. Schon wieder ein Rechner. Es geht hier ab. Wie auch immer, wir haben die Zeit schon quasi erreicht und ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Ja, also, wie soll ich sagen? Es ist schon ein bisschen strange, das Game, natürlich. Aber es hat absolut witzige Momente, super gut. Ich hab gut lachen müssen oder schmunzeln oder was auch immer. Das kostet ja auch nur 9 Euro noch was. Also von daher ist es jetzt auch nicht die Welt. Ich glaube, man kann sich damit die Zeit vertreiben. Ihr habt ja gesehen, die Aufgaben ja, werden etwas komplexer und man muss sich dann vielleicht ein bisschen da noch einen anderen Mitarbeiter mit dazu holen, der sich um die Reparatur der Sachen kümmert und man selber fummelt dann nur an dem Rechner rum und tauscht Teile aus oder so. Ist schon ganz witzig, ist, glaube ich, ein netter Zeitvertreib. Ob das jetzt so auf Dauer ein Game ist, was man ständig zockt oder so, das bezweifle ich mal. Und ja, also da sind auch technische Sachen, die einfach irgendwie ein bisschen kacke sind. Die Lokalisation ist einfach nur schlecht. Aber ich hatte meinen Spaß. Also von daher, wenn es mal im Sale ist oder sowas, kann man damit, glaube ich, nicht wirklich was falsch machen. Und hat ein paar nette Stunden. Und das war es dann auch nicht. Ich glaube, mehr will das Spiel auch nicht sein und mehr muss es auch nicht sein. Ist mal ganz nett. Also von daher, lasst mich wissen, wie ihr das Spiel gefunden habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, bis dahin bleibt sauber. Ciao.